Hallo Leute und herzlich willkommen. Hier ist euer Spooky VF und wir ergeben uns heute mal wieder unserem Schicksal in Destiny mit unserem Level 4 Warlock Mensch. Mensch, Meier. Dann melden wir uns nochmal an und spielen weiter. Und was wir jetzt heute als erstes machen werden, wir gucken uns die Stadt mal etwas genauer an. Wir haben ja einiges dort abzugeben, also den Turm, die spieleigene Stadt quasi, hier unser Ziel festlegen. Und wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da ist es. Hier, Turm, die letzte Stadt der Erde. Ich weiß gar nicht, wie viel der Folge das jetzt ist. Siebte oder so? Kann das sein? Tja, starten wir doch mal. Start your engines. Racing. Pacing. Und so weiter und so fort. Mal eine Abwechslung zum alltäglichen Resident Evil Speedrun. Neue Rekordzeit 1 Stunde 43. Und ich habe jetzt heute echt keinen Bock auf Resi. Werde hier noch ein bisschen Destiny recorden. Wollte eigentlich auch noch Minecraft recorden. Muss unbedingt noch Dark Souls 2 recorden. Aber ja, wenn, dann geht heute noch Minecraft, aber mehr nicht. Dark Souls ist mir dann auch zu anstrengend noch um diese Uhrzeit nach so einem harten Tag. Alter, was ist denn los? Aha, fliegt doch mal los. jo. Vielleicht morgen dann. Mal gucken. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß mit diesem Let's Play. Das Spiel ist, gibt ja doch einiges her. Ja. Und ich spiele es auch so nicht. Ich zock's nur für den Let's Play. Deswegen sind wir jetzt fast wieder blind. Ich habe keine Mission mehr gemacht, glaube ich. Ich glaube, ich habe genauso viele Missionen gemacht wie hier im Let's Play jetzt. Von daher sind wir wieder gleich auf und es müsste blind sein. So, da sind wir. Hat Arbeit für die Hüter, die in der Wildnis oder den Schmelztiegel unterwegs sind. Ach, da können wir jetzt unsere Beutezüge einkassieren. Wir können ja hier einiges, ist ja einiges grün leuchtend. Ja. Dann gehen wir doch mal einfach hier hin. Hui! Der Kryptarsch. Kryptarsch. Den sprechen wir mal an. Achso, wir sind X gedrückt lassen. Langes her, die Steuerung. Prämie für interessante Funde abholen. Die Währung der Stadt, eine programmierbare Materie, kriegen wir für das Hausbanner oder was? Kodiertes Engramm. Aha, aha, aha. Wenn wir beim Kryptagen hier einen Ruf bekommen. Ja, ich weiß nur noch nicht genau, wie wir den Ruf bekommen. Ah, hier können wir kodierte Engramme kaufen. Hier brauchen wir keinen Ruf dafür. Ah, da können wir dann die Materie-Engramm mit ungewöhnlichen Eigenschaften. Aha, da können wir Rüstungsteile dann entschlüsseln lassen quasi. Hier auch eine Primärwaffe. Ah, hier gibt es noch Vorhutmarken und Schmelztiegelmarken. Was es damit auf sich hat, weiß ich eben auch noch nicht. Tresor, was haben wir denn hier? Also können wir Sachen ablegen, naja. Waffenrüstung und allgemein. Gucken wir doch überhaupt mal, was wir überhaupt so haben momentan. Im Inventar. The Inventory. 11x Drehmetall. Hier haben wir noch Verformungsklauen, Missionsprämie. Die können wir wahrscheinlich auch noch irgendwo abgeben. Oh, hier haben wir. Ach ja, hier haben wir noch einen Haufen Mistwaffen. Schrotflinte, die ist zu schwach. Die brauchen wir nicht mehr. Tuke Typ 10 brauchen wir auch nicht zweimal. Es sei denn, wir könnten sie in beide Hände heben und dann gib ihm. Trax Callum Scout Gewehr. Brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben ja das Bessere hier. So, die Tuke Typ 10, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir zerlegen auf jeden Fall mal alles. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen besseren Brustschutz. Ja. Dann rüsten wir den doch mal aus. Und zerlegen den Rest. Kriegen wir Klimmer dafür. Hier noch Schuhe. Haben wir die besten schon an, ja. Da gibt es auch nachher noch Sachen, die extra Eigenschaften haben. Dann steigen hier unsere Werte. Hier Intellekt und Disziplin und Stärke zum Beispiel. Und was haben wir hier noch für ein Equip? Transportmittel, Geist, Sprungschiff der Klasse A und Rune des Schülers. Jo, das war's dann. Was wir so weit machen können. Achso, das Grüne ist da oben. So, dann gucken wir. Hier haben wir die Beutezüge. Da können wir, glaube ich, bis zu 10 gleichzeitig ausrüsten. Beende irgendeinen oder jeden von diesen. Vorhutruf. Ah, hier kriegen wir Vorhutmarken. Guck mal. Schließe 6 Patrouillenmissionen im Kosmodrom ab. Erfahrung plus 2500. Drehmetall 10 mal. Ah, den nehmen wir schon mal an.
akzeptiert. So, und hier haben wir: Sammle 200 Sensormilben im Kosmodrom, gibt auch einen Vorhutruf und Erfahrung. Wir Beutezug können, glaube ich, bis zu akzeptiert. 10 annehmen. Eliminiere 100 Gegner ohne zu sterben. Jawohl. Und die können wir dann gleichzeitig laufen lassen. So. Haben wir noch irgendwas? Ne, hier brauchen wir Vorhutruf. Ne, das ist Prämie. Beutezug-Zutritt brauchen wir da. Aha. Und da haben wir dann die Vorhutmarken. Die kriegen wir dann dadurch. Sehr schön. Schmelztiegelruf plus 100. Können wir aber noch nicht weitermachen. Sprich mit der Vorhut, um deine Prämien abzuholen, ja. Das ist das, was wir jetzt machen gehen. Oder gucken wir mal hier noch beim Waffenhändler, ob der was hatte oder so. Kann man ja auch mal reingucken. Oh. Ja, der ist ein Rüstungshändler und der hat ein bisschen was. Ein bisschen was Legendäres. Bitte sehr. Schmelztiegel-Quartierwart. Was hat der so? Ja. Drehmetall, Relikteisen. Ja, da müssen wir alles mit Schmelztiegelmarken anscheinend kaufen. Und können Materialien bei dem abholen. Da gehen wir uns jetzt mal unsere Prämie holen. Ich glaube, weitestgehend ist der Turm dann auch uninteressant. Momentan noch. Guten Abend. Außer das, was immer grün leuchtet. So, Missionsprämie. Prämie. Verformungsklauen. Ah, jetzt können wir uns jetzt eins aussuchen oder können wir alle holen? Disziplin plus 7. Stärke plus 9. Und hier haben wir Stärke plus 13. Das hört sich doch richtig gut an. Ja. Eigentlich die besten Werte auch, das Gerät. Na, holen wir das doch mal. Rüstung dir dienen, Ah Hüter. ja, sehen Sie, konnten wir jetzt nur eins machen. Jetzt können wir uns hier aber, könnten wir noch kaufen mit Klimmer. Aber das bringt uns alles nichts, das Zeug. Vorhut. Wow. Abzeichen. Vorhut Rang 1. Warlock-Klasse. Klimmer. Symbol des Zauberers. Selten. Ja, ich weiß nicht, was diese Abzeichen bringen. Hier. Man braucht schon einen Vorhutrang, um es zu kaufen. Und ich. Ah, in 5 Minuten wird der Bestand auch aktualisiert. Gehe auf Vorhut-Beuterufe, um mächtige Ausrüstung zum Kauf freizuschalten. Erlange einen hohen Rang, um Prämien zu verdienen. Ah, okay. Aber was diese Abzeichen dann bringen, weiß ich nicht Das genau. Licht ist deine stärkste Waffe, Hüter. So, gucken wir doch mal. Ja, hier, das Ding ist echt. Oh, du kannst mehr Munition für Impulsgewehre tragen. Das ist noch eine extra Eigenschaft. Top. Zerlegen wir das Ding da mal. So. Was? Titanenvorhut? Wow, das hört sich ja schon mal gut an. Länger durchhalten als der Feind. Hier auch Man kann Abzeichen. hilft nur das. Ah, da braucht man auch die Titanenklasse dann dafür. Aha, okay. Ah, Kein okay, dann sind Feind das einfach hinter. nur die Vorhüter Niemals für kann die er sterben. verschiedenen Klassen. Da hinten haben wir ja unseren Warlock. So. Bis drücke Back und halte Y. Ja, genau, sowas. Upsa. Da gehen wir nämlich nochmal zum Orbit. Ruf in den Orbit. Und legen unser nächstes Ziel fest. Machen wir Mission. Machen wir die Patrouille. Das wäre hier. Patrouille das Kosmodrom. Das können wir machen. Oder hier die letzte Anlage. Schwere Prämie, schwere Waffen-Upgrade. Boah, ja, das hört sich gut an. Das machen wir. Boah, das geht direkt auf Level 7. Guck mal, Alter. Boah, nee, das machen wir nicht. Wir sind nämlich erst Level 4. Das muss ja dann nicht sein. Liebe Freunde. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwarten wird, weil diese Mission habe ich noch nicht gemacht. Können wir danach mal die Patrouillenmission Es eventuell gibt machen? Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Jo.
haben das letzte Mal ja gesehen, was die Leute so für Waffen mit sich rumtragen. Dann suchen wir dort, ob wir sie finden können. Ja, als ich dann gesehen habe, was die so für Sachen haben, da muss ich schon sagen, da bin ich schon ein bisschen neidisch geworden. Da will ich auch hin. Da wollen wir auch hin, liebe Freunde. Da war ein Gegner. Die wollen wir aber nicht entkommen lassen. Wo sind sie? Ich will jetzt ein bisschen ballern. Da. Eine geile Waffe. Komm doch her. Du hast dich versteckt. Oh. Hey, warum schlägt er nicht? Ah, hier schlage ich, genau. Sensormilben. Ah, da haben wir schon ein paar Sensormilben. Ja, es geht ja hier auch drum jetzt, 100 Gegner zu töten, ohne zu sterben. Das müssen wir auch ein bisschen probieren. Deswegen ist gut, wenn wir hier so ein paar mitholen können. Ich meine, das kann schnell gehen. Haben wir ja gemerkt, dass wir hier stirbt. Naja, wir haben ja das Gleiten auch noch. Noch mal an die Steuerung gewöhnen. Was mache ich eigentlich drauf? Im rechten Stick gar nichts. Nö. Ey, warum rennt denn nicht? Achso, der Controller zickt gerade wieder. War das hier oben nicht dort, wo auch die Hexe dann nachher gekommen ist? Doch, ich glaube schon. Wieder eine Bombengranate geschmissen. Captain, oder? Ja, doch. Captain Headshot. Let's fets. Wir begeben uns wieder durch diese Schabrotstätte. Ja, ja, genau. Sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen, Drecks, und die Gefallenen in Schreck halten. Das Spiel hat schon eine geile Kulisse. Gefällt mir. Ist die Hexe immer noch da? Oder ist die auch tot, weil wir die ja getötet haben? Scheint mal so, ne? Ich bin ja irgendwie voll auf dem Speedrun-Trip immer noch. Ich renne immer noch so sehr, als würde ich Resident Evil spielen. Hey, jetzt hat sie sich hier wird sich gegenseitig beschossen. Was ist denn mit denen los? Hinten ist noch einer. Super, ist bereit. Hat er einen Scharfschütze. Hahaha. Die Waffe gefällt mir aber. Wo ist diese Drecksau?
Gehen wir hier hoch, da haben wir wieder besseres Schussfeld. Ah, oh, das war super, super. Stimmt. Ist ja gar nicht die goldene Kanone, die wir mit ihm haben. Ja, dein Schutzschild ist weg. Das ist nicht mehr so vorlaut, mein Freund. Hä?